Als nächstes geht's zu dieser Maschinenwelt, oder? Nee, Dr. Leos Labor, ist mal schön. Das war eine meiner Lieblingskarten. Dieses Dr. Leos Labor. Hier gibt es Maschinen, die nur vom mächtigen Zantetsu-Klinge zerschlagen werden können. Sprich zuerst mit einer bestimmten Tür, um ins Zimmer zu gelangen. Es geht also erstmal nur runter. Monster. Hey, die kann ich besiegen. Reinigungsmaschine. Okay, das ist noch langweilig, aber die Welten, die dann später kommen. Die Gemälde, die fand ich mal cool. Abkürzung zum Eingang. Eine Pflanze. Muss ja mit einer Tür sprechen, um das Schwert zu kriegen. Autsch. Kacke. Wo hab ich denn das letzte Mal gesaved? Nein! So, nochmal das Ganze. Musst du gerade nochmal neu laden und den Endboss nochmal machen vom Level davor. Nochmal. So, diesmal gehe ich aber nicht den blöden Weg da oben lang. Ich brauche endlich eine Waffe, mit der ich Metall schneiden kann. Level up ist auch schon mal schön. Aber das ist doch doof mit dem Typen hier. Katze, ich brauche aber eine Tür, hieß es. Eine große Tür, das könnte sie doch sein. Wobei, eigentlich würde die dann nach mir rufen. Zumindest wenn sie immer was zu sagen haben oder auch welche Items haben, dann sagt sie doch immer, hey, komm zu mir, ich will mit dir reden. Aber ich glaube doch nicht. Weil hier sind keine, die ich mal besiegen kann, glaube ich. Nee. Ah, also doch. So, die macht Stärke 4, Level 15. Große Chancen, Juwelen zu finden. 16 und 6 Stärke. Dieses ist der Leos Labor. Dieses Haus besitzt jedoch nur einen zweiten Stock sowie einen Dachboden. Das Zimmer im zweiten Stock ist Dr. Leos. Es gab einmal zwei Modellstädte im Zimmer. Viele Lebewesen wurden von den Modellen verschluckt. So, bevor ich aber weitermache, gehe ich jetzt erstmal in die erste Welt zurück. Denn da gab es doch auch noch Monster, die ich mit dem Schwert erst nicht besiegen konnte. Das war noch nicht alles. Ein Efeu. Damit komme ich zu der Pflanze, zu dem Kristall hoch. Hier war der Boss. Ja. Ach, wie
Wie mühselig. Hätte ich jetzt nicht Turbo, dann müsste das ewig dauern. Hier waren jetzt mindestens auch noch welche. Oh, falsche Taste. Eins. Das sind die, die hier rumgelaufen sind. Ein weiteres Efeu, aber da ist doch noch gar nichts. Oder liegt da irgendwas auf dem Boden? Das war's, ein Gegner. Tornado. Den kann man aber nicht kontrollieren, wenn ich mich recht erinnere. Der fliegt dann irgendwie. Ich hatte das Gefühl, dass man ganz am Eingang noch was sah. Nee, doch nicht. So, dann zwei Efeu. Eins war hier in dem Versteck. Bitte nimm dieses Schwert. Heilschwert. So, dann hier unten. Dies ist das Emblem 4 des Meisters. Oder A. A, C, D, E. Fehlen trotzdem noch ein paar. Oh. Waffe. Boah, wir werden nach dem Sieg wieder aufgefüllt. Ein richtig starkes Schwert. Nur leider brauche ich erstmal die Metallklinge. Hier gab es auch noch Kraut. Yeah. Wenn ich wüsste, wo noch die anderen waren. Es gab, glaube ich, noch eine Welt, wo Metall war. Zumindest die letzte. Hier sind auch noch welche. In der zweiten Welt. Oberhalb des zweiten Tempels. Stimmt auf dem mittleren hoch. Ich gehe trotzdem nochmal einzeln alles durch. Bitte nimm dies, schöne Neohit-Erfahrung. Ah, hier sind auch Fächer. Da ist der Respawn-Punkt. Geschafft. Toll. Seltsame Flasche, habe ich ja schon genug von. Dann bin ich gut gelaufen. Ich wusste doch, dass hier noch mehr war. Und vorher muss ich aber aufpassen, ich sollte mal speichern.
Gut, ich bin Feuer geworden. Doch nicht. Aber wenigstens kriege ich nicht so viel Schaden. Ich wüsste. Es sind aber auch viele. Ich hoffe, der ist hier irgendwo am Ende. Nicht, dass ich nochmal zurücklaufen darf. Da ist er. Ein Vogel. Hier ist erstmal nichts. Hier drinnen könnte noch was sein. Tatsache. Die aber nicht, oder? Das ist ja keine. Das ist ja Magie. Die werden nicht gemeint sein, oder? Selber nichts anderes. Soll ich die denn besiegen? Scheint nicht zu nützen. Na gut, muss ich mir merken, hier sind immer noch Gegner. Das hier ist bestimmt auch irgendein Feuervieh. Ich will auch keinen Überblick mehr hier. Aber hier geht es ja auf jeden Fall zum Endgegner. Gut, dann zur Welt 3. Ach halt, Quatsch. Unser Vöglein. Ich habe von der Magie des Phönix gehört. Als ich diese Seele des Berges besucht habe, wenn du die drei Symbole eingesammelt hast, solltest du den König des Berges besuchen. Toll, nur wegen dieser Information. Das hat mir dann doch gar nichts gebracht. Den König des Berges. Gut, da war ich doch gerade. So, hier waren glaube ich auch irgendwo welche.